Servus Leute und willkommen zurück in Kyrat bei Far Cry 4. So, wir sind wieder am Weg von A nach B zu den Punkten und diese zu erkunden und warten noch immer, dass schon eine verdammte royale Fracht irgendwann einmal auftaucht. Aber das kann sich ja nur um Stunden handeln, oder? Wenn es wirklich... Ich weiß nicht, ob es sinnvoller ist zu fahren. Wir werden diesen Part jetzt noch die 15 Minuten hier fliegen einfach. Und werden dann hoffen, weil wir fliegen jetzt eh in Richtung Norden dann weiter. Da herunten alle Fragezeichen, soweit ich gesehen habe, absolviert sind und wir da vorne, glaube ich. Wenn man das so vorne sieht, die Brücke haben, die King's Bridge. Hey, da war. Hey. Den Punkt habe ich übersehen. Sehe ich gerade. Nochmal zurückfliegen, weil da sind wir gerade drüber geflogen. Da sollten wir ja doch runtergehen. Tja. Sackgasse. Ja, komm hör auf da mit deinen. Ich soll gleich einmal eine andere Waffe ausrüsten. Wir werden da noch schauen, was wir denn eine bekommen. Und das war's dann auch. Kletter wieder hinauf. 32.000. Fast 3 Millionen schon. 3 Millionen Rupien. Da ist wieder eine. Ich weiß nicht, ob ich die ausschalten soll ob ich dorthin fliegen soll. Ich bin mir nicht sicher. Wir werden jetzt hinfliegen. Ja, das habe ich jetzt sehr klug gemacht. Hörst du wieder auf ins Piepsen? So, den ersten haben wir mal, die zwei. Multikill, doppelt. Perfekt, alle abgeschlossen. Wir werden die einfach, die paar ganz Zorn, auch ein bisschen machen, so zwischendurch. Dass ein bisschen Abwechslung herrscht. Ich weiß nicht, warum der schon wieder rot blinkt. Das ist, glaube ich, weil er defekt ist. Ziemlich und wir ihn reparieren sollten. 45.000. Gleich haben wir die 3 Millionen erreicht. Aber noch immer. Weil vielleicht, wenn ich so Konvois hinmache, dass dann öfter zu einer Fracht kommt. Ich habe keine Ahnung. Halt, wie gesagt, wir werden das einfach Try and Error Prinzip machen. So, wir sind jetzt am Weg in Richtung Norden. Nämlich, ich würde sagen, gleich mal daher und über die Kingsbridge einfach mal drüber. Vielleicht kommt ja dort ein kleiner Konvoi, obwohl ich das fast nicht vermute, halt nicht glaube, irgendwie schön langsam. Weil die müssen ja irgendwie aufblocken. Ich glaube, es war doch immer, da war noch so eine Info-Message oben links, ja, royaler Konvoi, bla bla bla. Oder royale Fracht oder so irgendwas. Und dann keine Probleme. Aber jetzt, das ist schon lange nicht gekommen, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, das hätte man nicht machen müssen, bevor man ja, abgeschlossen hat, Bagans, die letzte Mission. Dass sie seitdem nicht mehr aufgeblockt sind, ich bin mir da gar nicht sicher. Weil das wäre natürlich verdammt scheiße. Ja, dann kann ich das im Endeffekt nicht auf 100% durchspielen und ich spiele dann noch 200 Parts und finde keinen einzigen. Das ist halt jetzt die Frage, wenn ihr da was wisst davon, schreibt es unbedingt in die Kommentare, weil ich würde mich da selber, vielleicht schaue ich mal im Internet nach, ob ich irgend... Ich hätte jetzt geglaubt, das ist einer, dabei ist das ein normales Fahrzeug. Das ist kein Bus. Das ist kein so ein LKW. Ja, und ich wette dann beim ersten LKW, den ich finde, den schieße ich genau mit der falschen Waffe an. Weil ich mich vertue. Auf das wette ich ja fast. Ich kenne mich ja. So, wir hauen uns gleich mal eine Spritze ein, würde ich sagen. Wir haben ja genug. Sollte ja eh gleich wieder hergestellt werden. Der Punkt scheint mir irgendwo gewesen sein, mitten im Wasser. Das Fragezeichen, halt mal schauen. Es könnte natürlich auch sein, dass im Norden mehr sind, halt wo wir jetzt... Ah, das müssten ja auftauchen, das kann ja nicht sein, dass das... So, ich hoffe, dass das reicht, wenn ich über die Oberfläche fliege. Na, das sind 40 Meter entfernt. Da müssen wir unbedingt landen und müssen hinschwimmen. So, schön abstellen hier auf dem... Wir steigen kurz einmal aus. Schwimmen hier kurz schön. Beziehungsweise tauchen hin. Jetzt sind gespannt, was da ist.
Irgendein Lagerhaus. What the hell? Ich glaube, der hat sich da ein bisschen vertan. Mit dem Punkt. Ja, ich bin ja eh schon auf der Oberfläche. Scheiße, ich nicht immer angreift. Oh, ich weiß, warum er rot blinkt. Der raucht ganz schön. Und hinter uns sind irgendwelche gefährlichen Fische hinterher. Na, jetzt komme ich da nicht hoch, oder was? Kann er da nicht klettern? So, wir werden den gleich einmal reparieren. Das war da hinten hingehen und dann einfach draufhalten. Mit dem Gasbrenner. So, wir steigen wieder ein und wir schauen gleich, wo wir den nächsten Punkt hätten, den wir noch nicht haben. Da sind wieder ein paar ganz Zorn zwischendurch. Aber ein paar ganz Zorn, glaube ich, bringt auch nichts, wenn wir machen. Ich habe keine Ahnung, wie ich zu den Frachten komme. Im nächsten Part, wenn wir es dann so machen, wir werden dann mit dem Auto von den A nach B Punkten fahren. Vielleicht kommt dann wirklich öfter. Was? Glaube ich zwar nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, wer weiß, wer weiß. Oder sie kommen im Süden nicht mehr, weil wir dort ja das Gebiet komplett gecleant haben und da oben sind sie eigentlich noch an der Macht, ein bisschen. Obwohl der Führer ja sozusagen gestorben oder umgebracht wurde von mir. Nur wissen die das, glaube ich, auch noch nicht alle. Schade, dass man nicht zu Missionen aufrufen kann. Das wäre es, weil dass man einfach sagen kann, ja, die Mission will ich jetzt machen oder um die geht es mir jetzt gerade. Bitte darauf sozusagen irgendwie. Weil wenn du nur herumfliegst von A nach B und es taucht, ploppt nicht einmal, weiß nicht, in einer halben Stunde, was wir jetzt nachher bald Aufnahme haben, kein einziges Mal einer auf. Ist halt die Frage, ob die überhaupt auftauchen, wenn du im Gyrocopter bist. Oder ob die nur auftauchen, wenn du zu Fuß bzw. mit Auto am Boden unterwegs bist. Aber wir werden das einfach so machen, wir werden im nächsten Part dann mit dem Auto herumfahren. Einfach von A nach B. Weil zu den Fragezeichen, weil da sind dann noch genug. Haben wir letztens festgestellt, irgendwas mit 20 Stück oder so. Müssen es noch sein, 29 oder sowas war's. Das ist ein bisschen weniger. Ah, die Gegend. Das Coole ist ja, dass hier oben sozusagen all, unten ist alles schön grün, hier oben ist irgendwie ja alles schon so braun gefärbt. Da haben wir gleich den nächsten Punkt. Die Jattestafelder haben wir erkundet. Manche denkt man sich halt nachher, ja, wieso ist dort überhaupt ein Punkt, oder ist genau gar nichts. Zum Beispiel hier jetzt gerade. Altes Kaderhaus. Okay, KD-Haus. Natürlich. So, und es geht weiter zum nächsten Punkt, 400 Meter. Ich sage, das geht auch flott halt. Wir werden genauso wahrscheinlich so schnell die Kisten, wenn wir sie sammeln würden, absolvieren. Ich schätze, dass wir da brauchen würden 5, 6 Parts oder so. Da unten fliege ich aber nicht rein in die Höhle. Wäre eine Höhle, ich weiß nicht, ob die durch den Berg durchgeht oder ob die nur. Es könnte sein, dass die durchgeht, weil da sozusagen wieder ein Punkt ist und das könnte ein Ausgang sein. Aber sehe ich keinen Ausgang. Das heißt, irgendeine Chaturtri-Höhle. So, nächster Punkt wäre, wenn da hier oben, wenn ich mich nicht täusche, obwohl. Na, da haben wir noch einen. Ein Fragezeichen, ein kleines. Die sind meistens unter den Kisten versteckt. Und bei den Kisten ist halt so eine Sache, wenn wir die wirklich suchen wollen, ist halt blöd, dass wir keine Anzeige haben, wie viele es noch gibt. Und ich bin mir nicht sicher, ob die nicht wieder aufblocken mit der Zeit. Irgendwie so komisch. So, Pulverfassbrennerei. Und als nächstes fliegen wir darauf und vielleicht machen wir noch am Weg Bagans Zorn. No, steig hoch. Bagans Zorn, die Mission. Ja, vielleicht ist ja ein LKW dabei, obwohl ich das glaube ich bei Bagans Zorn nicht glaube. Also ich weiß nicht, bin mir da nicht sicher. Es gibt es fast nicht, dass da ein LKW dabei ist. Es ist halt wirklich komisch, dass wir da noch keine jetzt gefunden haben jetzt. Sollen wir Bagans Zorn kurz machen? Wo sind sie? Na, falsche Waffe. Ja.
Nein! Nein, was ist... Scheiße, was ist los mit mir? Bin Stepper zum... So ein Scheißdregage. Ja, die einen hauen eh ab. Das ist eh wurscht. Der ist jetzt eh verloren. Interessiert mich jetzt, aber wo ist jetzt mein Gyro? Da steht er. So ein Arschloch, der hat mich da einfach. Hat mich so runtergeholt, so extrem, weil ich es nicht getroffen habe. Und wir haben bald keine Munition mehr mit so. Halt für die. Unnötige. So, haben wir den Ort jetzt erkundet. Zumindest ist kein Fragezeichen mehr. Das ist jetzt erkundet worden, ja, er zeigt es nur noch nicht an, weil wir wahrscheinlich in der Mission drinnen sind. So, wir hätten als nächstes da hier oben, da müssen wir jetzt aufpassen, wenn wir dorthin fliegen, weil da wird uns der Gyrocopter immer wieder abschmieren, weil das schon ziemlich hoch sein wird, ob das nicht Kletterorte sind, zum Erreichen. Wo sind schon royale Frachten, liebe Leute? Das gibt's ja nicht. Ich keine einzige royale Fracht finde. Ich weiß aber noch nicht, ob ich im nächsten Part dann im Süden. Nein, wir wollten ja von Punkt zu Punkt fahren. Mit dem Auto. Es wird mit dem Auto halt um einiges schwerer, wird dem Fahrer zum Rausschießen. Wir haben zwar geile Waffen und da können wir sicher einiges beim Rausschießen erwirken. Weil es wird nicht so schwer werden. Aber es ist halt mit dem Auto fahren, gleichzeitig schießen, fünf Dinge gleichzeitig machen, auf die Seite schauen. Du siehst nicht, wie die Straße entlang geht, du musst die Karte bei euch im Blickfeld haben sozusagen. Ja, es wird schon stressig werden dann. Und ich glaube, wir können da geschmeidig mit dem Gyrocopter daneben fliegen, zack, rausschießen, wegfahren, nächsten Gyrocopter holen, wieder einen holen, ja. So spielt es leider nicht, liebe Leute. So, dann landen wir gleich einmal, da holen wir sich die eine Kiste, wenn wir schon da sind. Ich hoffe, du Gyrocopter stürzt es nicht ab, wo ich dich hingestellt habe. Hab dich extra schön auf dem gelandet, halt schön. Schön ist was anderes natürlich. So, Kriegsorden, Luxusarmbanduhr, Rakete, 34.000. Die 3 Millionen ziehen wir gleich fertig. Ich sag's dir, das ist so geil. Was man mit dem Geld machen kann. Halt, wenn du wirklich in Far Cry 4 Geldprobleme hast, einfach Kisten suchen. Ich glaube nicht, dass man dann, wenn man wirklich Kisten sucht die ganze Zeit, gibt es keine Möglichkeit, dass du Geldprobleme hast. Es gibt nämlich so viele Kisten und na, das kann es nicht geben, dass du da Geldprobleme hast mit Kisten. Da ist irgendwie so, das wäre eine Höhleneingang, wenn ich nicht täusch. Da sind ein paar Kisten drinnen. Er zeigt mir gerade wieder die Punkte nicht an, so wie letztes Mal, da hat er mir nachher auch alle auf einmal angezeigt. Hey, was ist denn das für eine Unterkunft hier? Waren wir nicht hier irgendwann einmal? Bin mir da gar nicht sicher. Schon, weiter geht's. In Richtung, keine Ahnung wo, nächsten Fragezeichenpunkt natürlich. Na, will er mich nicht einsteigen lassen. Und der ist hier. Im Norden haben wir ja, wie gesagt, nicht so viel gemacht wie im Süden. Da haben wir ja eher Missionen schnell durchgemacht und sind gar nicht so viel herumgefahren. Im Süden haben wir ja am Anfang auch die ganzen Kisten mitgenommen. Und da kommst du natürlich auch zu den verschiedenen Punkten. So, zählt das? Na, das zählt nicht. Scheiße, muss ich jetzt in die Höhle reinfliegen da? Okay, es zählt. So, und nächster Punkt wäre, wenn dann wo? Da hier unten sehe ich einen, da hier oben ist auch einer, machen wir zuerst den da. Aber dass da noch gar keiner aufgetaucht ist. Weil im Endeffekt ist ja das Spiel sozusagen durch. Der sieht ja, okay, passt, der Spieler hat 96-97% oder was wir haben. Und es fehlt ihm eigentlich nur mehr das. Da muss er das Spiel schon erkennen, okay, ja, der Spieler spielt das Spiel jetzt noch, weil er unbedingt die 100% erreichen will. Naja, dann geben wir ihm halt ein bisschen mehr so royale Frachten und nicht gar keine. Ja, das ist ja auch demotivierend, wenn du eine Stunde lang spielst und keine einzige Fracht bekommst. Halt wie wenn im nächsten Part jetzt nachher mit dem Auto herumreisen. Wir fliegen jetzt noch zu dem Punkt, würde ich sagen.
schauen dann gleich, ob wir hier ein Auto haben, das was wir sich schnappen können. Okay, der Punkt ist absolviert. Wir werden hier einfach aussteigen und ich würde sagen, wir holen uns jetzt noch in diesem Party zwei Kisten hier, einmal hier und einmal da vorne irgendwo und lassen jetzt sozusagen den Gyrocopter stehen und werden jetzt zu Fuß bis zum nächsten Auto unterwegs sein. Dann werden wir sich im nächsten Part dann mit dem Auto einfach fortbewegen und hoffen, dass dann eine royale Fracht kommt. Bis morgen, tschüss!